Also der Hintergrund der Arzneimittelbehörde in der EU und ich behaupte jetzt mal jedenfalls in der westlichen Welt, ist im Wesentlichen gleich. Das heißt, bei uns geht es vor allem darum, sicherzustellen, dass Arzneimittel, dass deren Wirksamkeit in einem angemessenen Verhältnis zum Risiko steht. Also Nutzenwirkung, weil ein Arzneimittel, der schöne Spruch, Arzneimittel, die keine Nebenwirkungen haben, haben in der Regel auch keine Wirkungen. Das heißt, immer das Abwägen, natürlich gibt es bei uns hier national, aber das ist in anderen Ländern anders geregelt, wir sind dafür Medizinprodukte, Blut und Gewebe zuständig. Und hier sehen Sie schon, hier spreche ich nicht mehr von Sicherheit und Wirksamkeit, weil die lassen wir nicht zu, die sind anders geregelt. Da überwachen wir nur mehr, unter Anführungszeichen, wenn sie am Markt sind. Ja, der dritte Punkt ist, und das ist eindeutig die Aufgabe der Arzneimittelbehörden und Agenturen, ist dafür zu sorgen, dass die, die es anwenden, also sprich Patienten, Konsumenten, Ärzte und Apotheker, dass die informierte Entscheidungen treffen können. Und naja, der vierte Punkt ist natürlich etwas, was wir uns wünschen. Das heißt, dass wenn wir sagen, wir haben uns das überlegt, so sieht es aus, dass es dann auch ein gewisses Maß an Vertrauen gibt, dass es heißt, okay, die Behörde hat an sich einen guten Ruf, denen kann man vertrauen. Und wenn all diese vier Punkte erfüllt sind, dann gilt auch noch der letzte. Letztlich gibt es auch einen Wirtschaftsstandort. Und wenn Qualität, Wirksamkeit und Sicherheit einigermaßen erfüllt sind, also den Regularien entsprechen, wenn die erfüllt sind, dann kann man auch noch auf den letzten Punkt schauen. Okay, ein kleiner Ausflug, wie gefährlich ist das Leben? Ich will jetzt auch nicht diese ganze Tabelle durchmachen, aber trotzdem muss man Risiken ja in einem Kontext sehen. Man muss aufpassen, wir haben schon gehört, man muss aufpassen, dass man nicht Äpfel mit Birnen vergleicht, wobei es gab auch hier eine Arbeit in Science, die gezeigt hat, dass Äpfel und Birnen gar nicht so unähnlich sind. Auch in einem Büro kann man an Büroarbeit versterben. Und zwar das Risiko im Büro durch einen büroarbeitsassoziierten Unfall zu versterben, ist sehr gering. Das ist 0,4 pro 100.000 Personenjahre. Das heißt, wenn 100.000 Menschen ein Jahr lang wirken, dann werden wohl 0,4 statistisch gesehen sterben. Es fällt ein Aktenorden auf den Kopf oder man stolpert über irgendein Kabel. Passieren tatsächlich diese Dinge. Ja, gefährlicher wird es schon. Feuerwehrmänner, 10 oder wenn man es aufrundet, 11 pro 100.000 Arbeitsjahre. Also das ist durchaus schon ein beträchtlich risikobehafteter Beruf. Nur so als Größenordnung, wenn jemand Aspirin nimmt zur Blutverdünnung, um einen akuten Myokardinfarkt oder einen Schlaganfall als Primär- oder Sekundärprophylaxe zu vermeiden, dann liegt man auch ungefähr in dieser Größenordnung. Dass man ca. 11 Hirnblutungen und blutungsbedingte Todesfälle pro 100.000 Anwendungsjahre. Ja, ganz besonders gefährlich natürlich die mit Abstand der gefährlichste Beruf, Holzfäller. Und wie ist das in der Freizeit? Was machen wir da für Dinge? Wir haben es schon gehört, es ist relativ schwierig, exakte Zahlen zu finden. Das sind amerikanische Zahlen aus dem Jahr, also im Jahr 2004 wurden sie zusammengetragen, das sind natürlich ältere Daten. Also das Sterben beim Skifahren, das Knochenbruchrisiko ist sehr hoch, aber zum Glück stirbt man nicht ganz so schnell daran. Also nach diesen Zahlen kommen wir noch ca. 0,5 pro 100.000 Personenjahre. Aber da muss man dann sicher stratifizieren, welche Gruppen sind besonders gefährdet und welche Gruppen haben ein bisschen weniger Risiko. Ja, Schwimmen ist eigentlich auch mit fast einem Todesfall pro 100.000 Personenjahre, auch nicht so ohne, hängt wahrscheinlich auch davon ab, schwimmt man im Swimmingpool oder im Meer. Und ganz besonders gefährlich ist das Klettern im Himalaya. Todesrate, seitdem der Himalaya bestiegen wird, ca. 10%. 10% derer, die sagen, ich gehe da jetzt rauf und das versuchen, kommen nicht mehr zurück. Oder in dem Fall so zwischen 10% und 13%. Das ist ungefähr so, wie die Todesrate nach einem akuten Myokardinfarkt. Also wenn jemand aus dieser Audienz einen akuten Myokardinfarkt hat, statistisch gesehen, dann werden das ca. 10% nicht überleben. Nicht ohne. Und wie ist das jetzt mit den Arzneimitteln? Das ist der Kontext, in dem man das sehen muss. Ich habe jetzt drei Beispiele für Sie aufbereitet und es geht jetzt nicht so sehr, die Zahlen stimmen natürlich, es geht nicht so sehr um diese aktuellen Zahlen, sondern auch darum, wie geht man denn um mit den Zahlen? Wo kriegt man diese Zahlen her?
und wie zeigt man sie, wie kann man die interpretieren. So, und jetzt sind wir beim Beispiel hohe Cholesterinspiegel. Viele von Ihnen wissen wahrscheinlich, hohe Cholesterinspiegel sind A, sehr häufig, und B, sind sie assoziiert mit Gefäßerkrankungen, ganz besonders der koronaren Herzerkrankung und natürlich auch der Erkrankung der Gehirngefäße. Herzinfarkt ist eine der Hauptkomplikationen des hohen Cholesterinspiegels. Und wenn man jetzt so einen Cholesterinsenker, das ist ein ganz spezielles, also eins dieser, aus dieser Substanzklasse, ein definiertes Produkt, und wenn man dieses Produkt in einer Risikogruppe einsetzt, also das sind nicht Leute, die einfach nur einen hohen Cholesterinspiegel haben, sondern die haben auch andere Risikofaktoren, sprich höheres Lebensalter, hoher Blutdruck, vielleicht schon mal ein Gefäßereignis in der Vergangenheit, dann kann man schauen, was ist der Nutzen dieses Arzneimittels? Und der Nutzen ist hier definiert, dass man vermeidet einen akuten Myokardinfarkt, an dem man stirbt oder zumindest einen Myokardinfarkt erleidet. Und wenn man dieses Arzneimittel einsetzt, dann erleiden 2 von 100, die damit behandelt werden, eine koronare Herzkrankheit mit einem tödlichen Ausgang oder einem nicht tödlichen Ausgang. Und wenn man es nicht verwendet, dann sind es 3 von 100. Das ist sozusagen die Quantifizierung des Nutzens in dem Fall. Und jetzt fragt man sich, okay, man muss 100 Menschen behandeln, um ein zusätzliches Ereignis zu vermeiden. Was ist das Risiko? Das Risiko ist, also da gibt es natürlich die häufigen und die seltenen und die sehr seltenen. Häufig ist die allergische Reaktion, Durchfall, Bauchdrücken, und extrem selten sind Komplikationen, die auch tödlich sein können, allergischer Schock zum Beispiel. Und eigentlich das häufigste Maß oder die beste Maßzahl für das Risiko dieses Arzneimittels ist, wie viele Leute hören denn auf mit dieser Therapie, weil sie es eigentlich nicht aushalten, weil sie sagen, das ist so unangenehm, ich will mir das überhaupt nicht mehr antun. Und dann sieht man, wenn die Therapie eingesetzt wird, das sind natürlich placebo-kontrollierte Studien, dann brechen 5 von 100 ab, und wenn sie nicht eingesetzt wird, brechen 4 von 100 ab, wegen dieser Nebenwirkungen, die diesem Arzneimittel zugeschrieben werden. Aber unterm Strich ist der Nutzen eindeutig größer als das Risiko, das man erwarten kann. Ob jetzt ein Anwender, ein Arzt, ein Patient dieses Arzneimittel dann auch tatsächlich empfehlen möchte und ob es auch eingenommen wird und ob es auch rückgestattet werden soll, das müssen andere entscheiden. Das ist nicht unsere Aufgabe. Also wir als Arzneimittelagentur, wir müssen sicherstellen, dass Nutzen und Risiko in einem angemessenen Verhältnis stehen. Ein anderes Beispiel, Grippeimpfung. Da haben wir jetzt zurzeit gemeinsam mit dem Gesundheitsministerium und dem österreichischen Verein der Impfstoffhersteller an einem Informationsinstrument zur Grippeimpfung gearbeitet. Und das ist eine andere Art und Weise, wie man Risiken quantifizieren kann, wie man es darstellen kann. Also in dem Fall in Form eines Flowcharts. Also wir wissen, in einer typischen Grippesaison hat man irgendwo zwischen 5 und 15% Influenza-Fälle, wir haben hier halt den Durchschnitt genommen. Das heißt, von 100.000 infizieren sich 10.000 in dieser Altersgruppe, größer gleich 65 Jahre wohlgemerkt. Es werden ca. 520 hospitalisiert, und dann gibt es immerhin noch eine beträchtliche Todesrate von fast 100 Menschen. Das ist so statistisch gesehen, spielt sich das alle Jahre wieder ab bei uns. Die Grippeimpfung beim älteren Menschen wirkt nicht so gut wie beim Jungen. Also das muss man auch wissen. Kein Arzneimittel ist perfekt. Keine Impfung hat eine 100%ige Schutzrate. Und beim älteren Menschen sind wir ohne dies bei ca. 50%. Also 50% der Geimpften ist geschützt. Und dementsprechend kaskadiert sich das auch hinunter. Also die Hälfte wird vor der Hospitalisierung bewahrt. Und natürlich kann man sich auch doch eine beträchtliche Anzahl von geretteten Leben erwarten. Aber auch hier, letztlich, muss man schauen, was ist denn das Risiko dieser Impfung? Was sind denn da für Nebenwirkungen aufgetreten? Und was man hier sieht ist, obwohl hier sehr viele Patienten eingeschlossen wurden, die schwerwiegenden Nebenwirkungen hat man hier eigentlich fast nicht entdeckt. Also die schwerwiegenden Nebenwirkungen sind wirklich sehr selten, aber natürlich die häufigen gibt es. Und was wir dann hier auch noch hier dargestellt haben, ist der Vergleich. Das ist die Placebo-Gruppe, also die werden zwar in diesen Studien auch gestochen, die kriegen eine Flüssigkeit, aber es ist nicht der Impfstoff drin, nicht das Antigen.
Und das ist die Gruppe, die die Impfung bekommen hat. Und was man wirklich sieht, Schmerzen an der Einstichstelle, natürlich, das tut was mit dem Immunsystem und das Immunsystem ist auch dort aktiv, wo das Antigen halt appliziert wird, das tut weh. Auch Schwellung und Hautrötung, das kennt man, aber all die anderen Symptome sind, die sind zwar da, die werden auch in der Fachinformation beschrieben, aber sie sind jedenfalls nicht häufiger als die der Vergleichsgruppe. Also allein der Stich und die Applikation von einer geringen Menge an Flüssigkeit ist halt auch nicht gerade ganz angenehm. Das heißt, auch hier wieder von unserer Seite kommt nur das Angebot zu zeigen, was kann es, wie groß ist die potenzielle Gefahr. Ob man es verwendet, das müssen andere entscheiden. Ein drittes Beispiel der Darstellung ist eine grafische Darstellung. HPV-Impfung, also HPV, das sind humane Papillomaviren, und da weiß man, dass bestimmte Subtypen sehr eng mit dem Cervix, also mit dem Gebärmutterhalskarzinom assoziiert sind. Wahrscheinlich deutlich über 70% aller Cervixkarzinome erklären, je nachdem welche Typen betroffen sind. Und hier war das eine andere Form der Darstellung und das haben wir auch im Rahmen einer Studie überprüft. Zielpublikum waren junge Frauen, das sind ja eigentlich die, wo das auch idealerweise zum Einsatz kommen sollte. Und hier geht es darum, wie viele Frauen muss man impfen, um die Krebsvorstufen, also ein sogenanntes Adenokarzinom in situ, Karzinom in situ zu vermeiden. Und da sieht man, und das sind wieder Zahlen aus den Studien und aus der Fachinformation, wenn geimpft wird, dann tritt diese Vorstufe des Gebärmutterhalskrebses in zwei von fast 8500 Geimpften auf. Und wenn nicht geimpft wird, dann tritt das in 112 von 8500 jungen Frauen auf. Diese Vorstufe heißt noch nicht, das muss ich schon betonen, dass auch tatsächlich Krebs entsteht. Das muss man schon festhalten. Das Risiko, natürlich die typischen Nebenwirkungen, Schmerzen und Schwellung und Rötung an der Einstichstelle, sehr häufig, circa 1 in 10. Sehr selten, also das ist sicher weniger als 1 in 10.000, sind Atembeschwerden, also meistens allergischer Natur. Und auch hier wieder eine Form der Risikodarstellung. Was wir noch nicht wissen ist, welche ist die gute Form, um sie auch wirklich verständlich zu kommunizieren. Und das hängt sicher auch vom Zielpublikum ab. Und jetzt kommen wir zum nächsten großen Problem. Wie kommt man denn überhaupt zu dieser Information? Und ich habe ja vorhin erwähnt, die Fachinformation als den kanonischen Text. Und wenn Sie einmal versuchen, eine Fachinformation zu lesen, ist bei uns alles auf der Website publiziert. Das ist die Fachinformation von einem Propofol, auch sehr medienaktiv momentan. Dann sehen Sie, dass diese Fachinformation, und die schaut in der ganzen EU gleich aus, natürlich deutschsprachige Texte sind länger als englischsprachige Texte, dort sind es dann vielleicht nur 11 Seiten oder 10,5, aber das ist eine 10-seitige, kleingedruckte Information, wo all diese Informationen, über die Ihnen vorher berichtet habe, für jedes Arzneimittel aufgelistet sind. Und diese Information da zu extrahieren, kostet nicht nur viel Zeit, sondern da braucht man auch sehr viel Expertise. Und ich behaupte, es liegt jetzt nicht an den Ärzten, aber ich behaupte, dass viele Humanmediziner nicht in der Lage sind, diese Information da rauszuziehen. Was kann man tun? Und das ist wiederum etwas, was unsere Aufgabe ist als Arzneimittelagentur. Wir sind auch zuständig für den Bereich im Arzneimittelgesetz, der sich mit der Werbung beschäftigt. Ist, dass wir dafür sorgen, dass Informationen, dass die nicht emotionalisierend sind, dass die Darstellung von Nutzen und Risiken nicht so aussieht, sondern dass die jedenfalls vergleichend, also dass es sowohl eine Darstellung von Nutzen als auch von Risiko geben muss, dass sie idealerweise tabellarisch vergleichend sind. Quantitativ grafisch, das ist möglich, aber das ist sicher nicht die einzige, das soll sicher nicht die einzige Variante sein. Gegebenenfalls sollte man auch absolute Angaben machen. Und auch hier gibt es Studien, die sagen, natürliche Frequenzen verstehen Menschen besser als Prozentzahlen. Also das ist zumindest für den deutschsprachigen Raum so. Es gibt amerikanische Literatur, die Amerikaner lieben scheinbar Prozente und können damit besser umgehen. Ganz verboten, meiner Meinung nach, sollten relative Risiken werden für die Quantifizierung von Nutzen und Risiken von Arzneimitteln. Das ist immer irreführend.
Wenn Sie an diese anderen Beispiele denken, die ich Ihnen eingangs gezeigt habe mit dem Cholesterin, also das relative Risiko, die Mortalitätsreduktion war irgendwo bei 30%. Klingt dramatisch riesig, aber in Wahrheit das absolute Risiko ist 1%, das heißt, ich muss 100 behandeln, um ein Leben zu retten, ist auch in Ordnung. Wenn ich der 100. bin, dem es hilft, dann freue ich mich sehr. Aber die 30% relatives Risiko sind verzerrend. Und natürlich, wenn man Informationen zur Verfügung stellt, dann muss man auch klarstellen, von wann ist das, welche Version ist es, welche Verantwortlichkeiten gibt es denn da. Und jetzt komme ich noch zu den offenen Punkten. Wo kriegt man diese Informationen her? Wie schon gesagt, die Fachinformation ist sicher einer der Texte, die dafür gerade stehen sollte. Ist aber schwer zu handhaben. Das nächste ist natürlich Systematic Reviews und Meta-Analysen. Nur wenn man die Zeit nicht hat, die Fachinformation auszulesen, dann hat man noch weniger Zeit, um nach Systematic Reviews zu suchen. Wenn man die Kenntnisse nicht hat, um Informationen aus der Fachinformation auszulesen, na dann viel Glück mit einer Meta-Analyse. Also hier ist noch eine Lücke, die es irgendwo zu schließen gibt. Wie stellt man Risiken tatsächlich dar? Es ist numerisch, narrativ, tabellarisch. Wie gesagt, wir haben Empfehlungen, aber ob das ist jetzt sozusagen das Wort von uns, wir glauben, das ist gut, aber ob es wirklich so ist, das wissen wir noch nicht. Und das Letzte, und das habe ich auch mal angesprochen, was ich Ihnen hier präsentiert habe, einer von, 3 von 100 versus 4 von 100, das ist ja der Durchschnittswert. Da gibt es ja dann noch, das sind Studien, die basieren auf vielleicht tausenden Patienten, das heißt, die Unschärfe ist schon sehr klein, aber da gibt es auch statistische Unschärfe. Wie geht man dann mit der um? Also diese statistische Unsicherheit ist schwer darzustellen und natürlich gibt es eine Riesenmenge an echten Evidenzlücken. Dankeschön.